Hallo meine lieben Dinosaurierfreunde da draußen und herzlich willkommen zurück auf der Isla Muerta. Wir haben hier hypothetisch gesehen mit Stürmen zu tun, die sind bis jetzt zum Glück ausgeblieben und wir versuchen immer noch hier so ein bisschen jetzt hier ein finanzielles Standbein aufzustellen, was uns auch so einigermaßen gerade eben gelingen will. Wir müssen bloß noch ein paar Sachen forschen und dann ist die Sache eigentlich hier ja, am Laufen. Wir könnten jetzt hier mal einen Ankylosaurus uns holen oder vielleicht auch den hier mal komplett durchforschen. Es ist halt schweineteuer, aber ich denke, wir können es jetzt mal wagen. Ich möchte gern die 100% beim Triceratops haben. Wir können mal gucken. Ah, warte mal, wir sind eine ganze Weile entfernt von diesen 100%. Also so ohne weiteres werden wir es dort nicht hinschaffen. Ankylosaurus ist auch ein schöner Plan. Aber wie gesagt, die 100% sind eigentlich schon so ein Must-Have, sage ich jetzt mal. Wir müssen das Forschungszentrum bauen. Da fehlt uns natürlich noch ein bisschen Kohle dazu. Die können wir unter Umständen über so einen Auftrag hier generieren. Ach, jetzt machen wir mal das hier. Hey, ich habe da von einer tollen Gelegenheit erfahren. Gehen wir es an. Was ist denn das für ein Scheiß? 100.000 Gewinn pro Minute erzielen und... Dann kriegen wir so einen Quatsch hier. Ja, früher oder später schaffen wir das, aber ich find's trotzdem scheiße. Ach ja. Da sind wir noch meilenweit davon entfernt. Dann kriegen wir 50.000, wisst ihr? Dann kriegen wir 50.000 dafür, dass wir 100.000 pro Minute machen. Das ist meine Reaktion darauf. Meine offizielle Reaktion. Gut, wir warten es einfach trotzdem nochmal ab, bis wir jetzt die 400.000 haben. Wir könnten ja nochmal ein paar Fotos machen. Ich habe völlig vergessen, dass wir das tun können. Fahrzeug lenken. Die Musik ist nicht besser geworden. Leute, geht doch mal aus dem Weg. Ich bin ja, glaube ich, genau auf der falschen Seite. Ich dachte nur, nö, kann man nicht. Aber ich kann ja durchfahren. Der Ruf bei der Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend. Ich habe gerade aus irgendeinem Grund einen Arsch voll Geld gekriegt. Ich habe keine Ahnung, warum die mir Geld geben, ne, von der Wissenschaftsabteilung. Eigentlich wäre es logisch, wenn es andersrum wäre, dass ich ihnen Geld gebe, aber ist ja auch egal. So. Hey, es ist besser als nix. Der frisst da hinten, der frisst. Ah, das gilt nicht, so ein Scheiß. Ich glaube, ich weiß, was Sie wollen. Frisst der noch? Nee, das kann ich vergessen, erneut versuchen. Ah, oh Mann, ich hätte sehr, sehr gerne dafür gesorgt, dass ich dabei filme, wie er frisst. Das ist eine Gruppe von wie heißen denn diesen Strutis halt? Ich vergesse den Namen immer, ey. Gerade eben habe ich ihn gelesen, aber mir leider nicht gemerkt. Jetzt rennen die hier rum. Sie rennen herum. Dann kann ich gleich zwei Stück fotografieren. Hey, es sind sogar drei. Cool. Ja, das können wir machen. Gut. Erledigt. Bisschen Kleingeld eingesammelt, sage ich jetzt mal, ne? So, wie schaut's jetzt aus? Gibt's wieder einen Auftrag? Nee, gibt's noch nicht. Machen wir nochmal einen für Sie. Oder eigentlich für ihn. Für ihn ist eigentlich immer relativ leicht, habe ich so das Gefühl. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Ah, das ist eigentlich sogar ein ziemlich sinnvoller Auftrag. Je größer ein System wird, desto mehr Fehlerquellen birgt es. Das ist die Natur des Chaos. Richtig, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal so grob schon mal angedeutet. Umso komplexer, desto unvorhersehbarer. Das wäre gut für uns beide. Das können wir auch in Angriff nehmen. Und jetzt müssen wir bei der Ranger-Station hier dieses... Wie heißt dieses Upgrade? Ein Ranger-Teamplanungs-Upgrade. Hier ist es.
Das bringt uns eine Menge Kohle. Einige dieser neuen Gebäude wären vielleicht für die Sicherheitsabteilung nützlich. Das haben sie wirklich gut gemacht. Jetzt haben wir das Geld endlich für die Forschungsstation. Nur wenige sind dieser Aufgabe gewachsen. Die Sicherheitsabteilung überreicht ihnen eine Belohnung, weil sie auf Isla Muerta diese Aufgabe eindeutig bewältigen konnten. Dankeschön. Warum auch immer ihr mir Geld geben könnt. Ich habe echt so das Gefühl, dass ich eher so der ausführende Depp bin. Und nicht so der Direktor. Ne? Ich bin wirklich allen unterstellt. Betriebsgebäude. Forschungszentrum. Jetzt muss ich gucken, wo ich das irgendwie jetzt hier hinbaue. Terrainbeschränkungen. Muss ich das Terrain erstmal irgendwie hier verändern oder was? Wahrscheinlich geht es einfach grundsätzlich an der Stelle nicht. Oder ich habe einfach nicht die Kohle, um das dann so entsprechend anzupassen. Also gut, dann machen wir es hier so hin. Strom müsste ja nicht da sein. So, hier ist der Eingang. Ja, komm, wir machen so. Ist doch hübsch so. Jetzt haben wir endlich das Forschungszentrum. Bereiten Sie sich auf den erkrankten Dinosaurier vor. Bauen und mit Strom. Was auch immer das heißen soll. Interessante Übersetzung. Davon gehe ich mal aus. Einfach mal sehr frei übersetzt. Was auch immer da übersetzt wurde. Also wir werden jetzt wohl einen kranken Dinosaurier bekommen. So. Wir haben immer noch 174.000. Das heißt, wir könnten eigentlich... das wollte ich nicht. Wir könnten eigentlich nochmal nach... Ach, Manno. Nach ein paar Fossilien suchen. Ankylosaurus. Das kostet nicht viel. Da können wir da hingehen. Okay. Wie ich bereits erwähnte, bekommen wir demnächst ein krankes Tier und müssen uns darauf vorbereiten. An die Arbeit. Habe ich richtig gehört? Sie bringen einen kranken Dino in unsere Einrichtung? Ich bete, dass Sie wissen, was Sie tun, denn ich habe keine Ahnung. Kein Wunder. Deswegen leitest du den Laden ja auch, weil du von nichts eine Ahnung hast. Ja, ich habe gegen solche Manager so meine Vorbehalte. Ankunft des kranken Diplodocus. Was? Ich bekomme einen kranken Diplodocus. Darf ich den dann auch behalten? Das wäre mal extrem krass. Vielleicht muss er dann hier rein oder so. Jetzt im Ernst, wie soll denn dieser kleine Zaun, diesen Diplodocus, davon irgendwas abhalten? Kann ich mir gerade irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. So, Forschung, Gene. Was ist denn das hier? Schwerer Stahl, neue Forschung verfügbar. Kostet halt nur 200.000. Schwere Stahlzäune sind widerstandsfähiger als leichte Stahlzäune. Sie sollten bei Gehegen größerer und stärkerer Dinosaurier eingesetzt werden und regelmäßig gewartet werden. Beobachtungsplattform. Oh. Kostet 2 Millionen. Ach, das kann ich jetzt machen, weil ich zwei Forschungszentren deswegen habe. Also auf der anderen Insel eine und hier eine. Irgendwie seltsam. Gebäude. Einschienenbahn. Diese Waggons verfügen über eine hohe Kapazität, folgen einem Schienennetz, bieten Komfort und Sicherheit und sorgen für atemberaubende Ausblicke. Die kugelsicheren Fenster bieten im unwahrscheinlichen Fall eines Notfalls zusätzliche Sicherheit. Ich glaube, man kann richtig krasse Teile bauen. Gebäude-Upgrades. Muss ich nicht. Was ist denn das hier? Campi... Dinosaurier-Lieferung. Sind Sie bereit, Ihnen für... gib mir mal 2 Minuten. Ah, okay. Das hätte ich jetzt annehmen können. Scheiße. Egal. Ich will das gerade eben bloß nochmal mir noch schnell mal anschauen. Das ist gerade eben ansonsten ein bisschen verwirrend. Also was war das hier? Campylobacter-Bakterien. Antibiotikum gegen die durch Campylobacter-Bakterien verursachte Erkrankung des Darms. Aha. Optimiert für die Verdauung von Dinosauriern. Und medizinische Behandlung mit Pfeilen. Farnvergiftung. Antidot gegen Vergiftung, die durch übermäßigen Verzehr verschiedener Farnarten verursacht wird. Ja, weil manche Dinos können das nicht unbedingt.
Zu den Fossilien. Yay. Wir können hier wieder was verkaufen. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Teil. Dann machen wir das jetzt hier noch. Und ich glaube, jetzt ist der Kollege... Ja, der braucht doch noch eine Minute. Ich bin echt mal gespannt, wo wir den hinpacken. Ganz im Ernst, ich kann den Großen wahrscheinlich... Kann man den frei rumlaufen lassen? Gibt es Saurier, die man frei rumlaufen lassen kann? Wo die Leute nicht irgendwie Panik bekommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, selbst so ein Strutiomimus dürfte ziemlich schmerzhaft sein, wenn er auf einen drauf tritt. Souvenirladen, Fast Food. Es würde durchaus auch Sinn machen, mal so ein Fast Food Restaurant einzuplanen. Ich plane das jetzt mal hier hin. Auch wenn es wieder sehr, sehr teuer war, aber das sind alles Dinge, die uns Geld verdienen. So. Auf lange Sicht zumindest. Es ist so in 10 Sekunden da, der kleine Kollege. Das braucht halt noch eine Weile. Ich hoffe bloß, dass der Strom jetzt noch mitmacht. Und Dinosaurier transportieren. Ziel auswählen? Hä? Wählen Sie einen freien Platz ohne Hindernis oder anderen Dinosaurier aus. Hallo? Hallo? Ja, was soll ich denn machen? Ist das alles zu klein? Da war, glaube ich, kurz mal eine Zone, oder? Nee. Also ich bekomme jetzt nochmal 2 Minuten. Hä? Ich verstehe gerade eben nicht, was ich da machen soll. Muss ich leider gerade eben gestehen. Ich verstehe nicht, was da von der Anforderung an mich gestellt wird. Okay, jetzt haben wir das hier. Jetzt können wir erstmal gucken, was hier verkauft wird. Das hier ist auf jeden Fall Spaß. Nee, Quatsch, Blödsinn. Das ist Essen. Dino-Häppchen werden jetzt hier mal zum Preis von 7 verkauft. Trägt der Laden sich jetzt fiskalisch selber? Ja, 231. Okay, ich muss jetzt wahrscheinlich diese... Ja, sehr gut. Fossilien haben wir jetzt gerade eben bekommen. Oder auch nicht. Oh, ein Corythosaurus-Fossil. Den hatten wir noch gar nicht. Verkaufen? Nein, eigentlich nicht. Oder doch? Nein, eigentlich nicht. Ach, das sind alles so gute Sachen, ey. Sturm nähert sich. Eine Sturmabwehrstation bewacht den Kurs eines eintreffenden Tropensturms. Wir müssen also demnächst die Leute in Sicherheit bringen. Muss ich jetzt die Zäune verbessern, aber das sind halt zwei schwerer Stahl. Also wahrscheinlich muss ich ihn dann da reinpacken, aber ich wundere mich halt, warum das hier nicht geht. Ach, jetzt rennen hier die ganzen Ziegen rum. Lauter Ziegen hier drin. Wisst ihr, total sinnbefreit. Okay. Die Leute sollten jetzt dringend da rein. Wegen des Sturms. Dinosaurieranlieferung. Dinosaurier transportieren. Zu teuer. Ach so, ich kann ihn nicht... Warum soll ich 200.000 bezahlen dafür, dass ich diesen blöden Saurier behandle? Jetzt verstehe ich das Problem. Ich habe das zu teuer bloß nie gelesen gehabt. Das ist ja mal dämlich. Sorry, aber das ist ja mal wirklich Blödsinn. So, also alle in die Schutzräume. Ey, da sind aber echt noch ein paar echte Nachzügler mit am Start. Sieh mal zu, dass du schön hier reinkommst. Die Leute können dich denn da reinpacken. Schutzraumversorgung 88%. 89%. Was ist
die Menge an Leuten, die dann da drin ist, oder wie? Jetzt hoffe ich einfach mal, dass der Laden jetzt hier... War es der letzte? 90%. Ich hoffe mal, dass dieser Sturm jetzt hier nicht so schlimm wird. Wir machen trotzdem Kohle. Also ich habe... Wisst ihr, es würde Sinn machen, wenn ich 200.000 bekommen würde, um diesen Dinosaurier zu versorgen, aber vielleicht darf ich ihn ja behalten. Das würde dann Sinn machen. Okay, der Sturm ist weg. Jetzt kann ich die Leute wieder rauslassen. Die Sturmwarnung ist nämlich vorbei. Okay. Also, sagen wir so bekommen wir die Stürme in den Griff. Kann ich jetzt nochmal irgendwie so einen Job annehmen? Von ihm vielleicht? Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Ja, ja, total brandheiß. 10 Minuten lang Stromausfälle verhindern. Wow. Das kriegen wir, glaube ich, auch gerade noch so hin. Zum Glück haben die Dinosaurier überhaupt kein Problem damit, dass wir manchmal solche Stürme am Start sind. Wisst ihr was? Eine Sekunde. Wir können jetzt auch einfach ganz kurz warten, bis wir die Kohle haben. Zu teuer. Wir haben das Geld aber gleich. Zu teuer. Ich will ihn dann hier mal... Ich weiß nicht, wo ich ihn hinpacken will. Ich werde ihn vorsichtshalber mal hier reinpacken, weil ich nicht weiß, was passieren wird. Ich weiß es einfach nicht. Gleich haben wir es. Komm schon, gib mir Geld. Give me money. Right now. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Jetzt kann man nur noch gespannt sein. Oh Gott, da kommen wir. Oh, heiliges Kanone. Oh Gott, der sieht aber ziemlich fertig aus. Ich glaube, in echt würde ihm so das Genick brechen. Von dem werde ich auch gleich noch ein Foto machen, sobald das geht. Ich glaube, ich steige sofort jetzt hier in Ranger ein. Wo will ich damit hin? Da muss ich irgendwie da drüben hin. Leute, macht mal Platz. Der Onkel Ranger muss kurz mal hier zu dem Diplodocus. So. Machen wir doch mal ein schönes Foto. Wow, wow, wow. Okay. Der hat schon eine gewisse Größe, ne? Die Kryptosporidienheilung brauchen wir. Yo, Diplodocus läuft. Und Kompositionsbonus. Ich habe keine Ahnung, was dieser Kompositionsbonus ist, aber das bringt Geld. Okay, kann ich ihn jetzt behandeln? Das ist die entscheidende Frage. Aufgabe hinzufügen. Kryptosporidien-Parasiten. Aha, muss ich heilen können. Und gucken wir mal, was das kostet. Kann ich gar nicht. Was soll denn der Scheiß jetzt? Die haben mir einen Dinosaurier geliefert, dessen Krankheit ich nicht heilen kann. Was ist denn das für ein Unfug? Ah, das ist grober Unfug. Wie soll ich denn das machen? Was? Isla Muerta, Wissenschaftsmission unvollständig. Okay. Achso, warte mal, ich muss dafür sorgen, dass die Diplodocus Zugang zu einer Futterquelle hat. Vielleicht geht's ja dann. Versorgt die Dinosaurier wie Sauropoden. Das ist ein Sauropode. Kostet nur schlappe 300.000, die ich momentan nicht habe. Wir müssen kurz gucken.
Ich meine, immerhin verhungert er ja nicht gleich. Er braucht deutlich mehr Grasland, wie man sieht. Er fühlt sich nicht wirklich wohl. Seine Geborgenheit ist okay. Also, ich glaube, das Gehege ist insgesamt schlicht zu klein für ihn. Das ist sein Hauptproblem. Wir müssen halt warten, bis wir die 300.000 am Start haben. Wir machen jetzt inzwischen jetzt auch ordentlich Kohle. Der hier hat saumäßig jetzt hier das den Gewinn nach oben geschustert. Also er selbst sorgt jetzt quasi sozusagen für seine fiskalische Versorgung. Was für ein geiles Tier. Seine Gesundheit sinkt halt permanent, was ich total doof finde. Ich würde am liebsten was für ihn tun können. Jetzt rennen ja diese ganzen blöden Ziegen rum. Also man kann die Welt auch mit Ziegen voll kacken. Wie wir gerade eben sehen. Ja, die machen schon coole Geräusche, die kleinen Viecher. Also so ein Sauropode ist natürlich schon beeindruckend. Problem ist bloß, dass er halt jetzt immer kranker wird, ne? Also immer kaputter. Jetzt gebt mir doch die Kohle, ey. Ah, jetzt bin ich doch dazu bereit, hier was zu verkaufen, wisst ihr? Von ihm hier. Ach, jetzt ist Platz dafür plötzlich da. Verkauft es auch, ja. Dann habe ich jetzt gleich die Futterstelle. Die Sauropoden-Futterstelle. Was verbaut? Dahin, wo die Leute was sehen können, ne? So. Um das Tier zu heilen, müssen wir Forschungen anstellen. Vielleicht können wir das Ausmaß des Problems abschätzen und es isolieren. Ich stelle fest, Sie und Dr. Duhr haben ein krankes Tier in den Park gebracht und suchen jetzt nach einer Heilung. Das gefällt mir nicht. Aber wie immer werde ich nicht gefragt. Wie auch immer, halten Sie den Dinosaurier von den anderen Tieren fern, um eine mögliche Ansteckungsgefahr zu minimieren. Ja, das habe ich ja. Der ist ja sehr, sehr isoliert. Keine Ahnung, warum er sich jetzt als Sicherheitschef da jetzt einmischt. Also ganz im Ernst, aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht sein Bier. Forschungsziel im Forschungszentrum Kryptosporidienparasiten. Momentan ist es noch einer. Ich muss halt dafür sorgen, dass es jetzt keiner mehr ist. Ich muss jetzt hier gleich forschen. Sobald ich die 150.000 habe, kann ich das machen. Ein Tick vom Geld her noch und dann haben wir es. Jetzt haben wir es. Okay, immerhin, jetzt kann ich das hier auch forschen. Legen wir los. 2 Minuten. Dann kann ich ihn heilen damit. Ich glaube, ich gehe schon mal jetzt hier mit dem Ranger-Mobil los. Um dann wieder hier zu sein. Ja, ich weiß, dass er niedrige Gesundheit hat. Meine Güte. Deswegen ist er ja hier. Was, das hat noch einer niedrige Gesundheit? Warum denn das? Warum haben 2 Tiere jetzt niedrige Gesundheit? So. R. Sichtkontakt mit dem Produkt. Sollte vielleicht noch. Jetzt kann ich ihn heilen, genau. Gut gemacht. Ach Gott. Medikament nicht erforscht. Achtung, neues Produkt angezeigt. Hä? Also gerade eskaliert es schon so ein bisschen, ne? Was stimmt denn mit denen nicht? Farnvergiftung, wollt ihr mich verarschen? Die haben alle Farnvergiftung, ne? Oh Gott, ey. Jetzt habe ich diese blöde das blöde Teil, so Fahrzeug lenken. So, Medizin wurde verabreicht. Ich befürchte allerdings, dass es saumäßig lange dauert, ihn zu heilen. Wie wir gerade eben sehen. Gesundheit maximal erhöht.
Na, der Schuss ging daneben. Fehlschuss registriert. Okay, wir müssen näher ran. Wir müssen die anderen jetzt alle heilen. Gleich. Das andere müssen wir sogar noch erst noch erforschen. Neues Produkt entdeckt. So. Haben wir es jetzt gleich? Der versteckt sich da hinten jetzt. Komm schon. Wo ist der? Wo ist der? Ach, der ist da hinten rumgelaufen. Da ist er. Dieser Lumposaurier. Produkt entdeckt. Jetzt haben wir es geschafft. Gute Arbeit. Gut, jetzt wurde geheilt. Jetzt muss ich das andere Ding so machen. Jetzt haben wir Stress mit diesen ganzen Krankheiten, ey. Okay, jetzt erstmal die Fernvergiftung in Angriff nehmen. So. Ihm geht's jetzt gut. Seine Gesundheit steigt wieder. Er fühlt sich bloß nicht wirklich geborgen. Das ist das Problem. Warum fühlt er sich nicht geborgen? Grasland. Ich würde jederzeit mit Ihnen arbeiten. Er braucht halt... Ich muss mir gerade eben mal seine Werte mal angucken, was er braucht für einen Lebensraum. Ist eine der längsten Sauropoden und benötigt große Mengen an Nahrung aus großen Futtersäcken für Pflanzen, also wie andere Vertreter seiner Art, lebt er in relativ kleinen Gruppen. Im Gegensatz zu anderen Sauropoden benötigt er weniger Wald, aber üppige Graslandschaften. Ja, okay. Ja, niedrige Gesundheit, schon klar. Habe ich den Scheiß jetzt endlich erforscht? Wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich noch mitten dabei. Ist aber gleich soweit. So, jetzt muss ich ihn hier heilen. Ranger-Team, Fahrzeug... Nein, nicht Fahrzeug, lenken! Ich will dem Ranger-Team die Aufgabe geben. So, heilen, heilen und heilen. Eventuell muss ich diese scheiß Fahne hier entfernen, ne? So, ich muss jetzt hier ein bisschen umbauen, stelle ich gerade eben fest, weil auch er sich hier nicht sonst wohlfühlt. Ich muss diese ganzen Bäume hier entfernen. Eher so Büsche entfernen. So. Nur ganz wenig Bäume. Eher so, ja, Büsche. So ein bisschen halt. Das hier so weg. Was haben wir noch mal einen, der sich was eingefangen hat? Ja, niedrige Gesundheit, wir wissen's. Was macht denn der? Seine Geborgenheit ist... Wieso greift er jetzt den Zaun an? Ich habe keine ACU, übrigens möchte ich gerade eben mal so erwähnen. Habe ich nicht. Sollte ich vielleicht mal ändern. Bestätige Aufgabe. Sollte ich vielleicht mal ändern. Hat jetzt hier diesen Zaun angegriffen? Oh Mann, Grasland, Wald. Das Gebiet ist einfach zu klein für ihn. Das ist das Problem. Was? Wieso wollen die jetzt schon wieder was schicken, ey? Im Business ist immer Luft nach oben. Denken Sie über diesen Auftrag nach. Ja, nehme ich mal an, aber jetzt kacken die mich hier zu mit irgendwelchen Aufträgen, wo ich gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Zäune. Ich muss die Zäune vergrößern. Er braucht mehr Platz. Das ist das, was ich hier gerade eben draus lerne, Leute. Der Saurier braucht mehr Platz. Diesen Platz will ich ihm jetzt gönnen. Auch wenn das ganz schön teuer wird. Geht halt nicht anders, ne? Er ist halt auch ein Riesenbaby, ne?
So. Und bitte dahin. Und jetzt können wir das hier entfernen. So. Fühlt er sich jetzt besser? Seine Gesundheit ist halt gefährlich niedrig, weil er sich halt einfach überhaupt nicht wohlfühlt. Seine Geborgenheit steigt jetzt. Jawohl, guckt euch das mal an. Jetzt haben wir es richtig gemacht. Es ist halt immer noch zu viel Wald. Den können wir nochmal ein bisschen abforsten. So, und hier vielleicht nochmal so ein, einfach nur so eine mittlere Waldlandschaft. So, machen, lassen wir jetzt mal. Das findet er jetzt wahrscheinlich sehr viel besser. Ja, genau. Seht ihr das? Perfekt. Seine Geborgenheit steigt jetzt gehörig. Ich hoffe, er überlebt das dann auch. Oh Mann, was ist denn jetzt schon wieder los? Schon wieder haben wir hier einen Kranken. Ranger-Team, Aufgabe hinzufügen. Gib mir 2 Minuten. Zack. Kein Problem. Was kann ich denn gegen diese scheiß Farnkrankheit machen? Die kommt aber schon lästig oft. Hier irgendwelche komischen Farne oder was ist das Problem? Da sind Farne mit dabei. Moment, das machen wir ganz einfach. Wir müssen das Gras einfach wegmachen. Ja, das Gras einfach wegmachen. Einfach weg mit dem Gras. Ich hoffe, dass das dann im Grunde gilt. Funktioniert. So, Bäume. Ein paar Bäume hin. Ich hoffe, das reicht. Dass das dadurch jetzt hier durch ist. Was ist jetzt mit ihm los? Warum sinkt seine... Ach, der hat auch eine Farnvergiftung. Warum sagt mir das hier keiner? Bestätige Aufgabe. Heilige Scheiße, der hat ja auch eine Farnvergiftung. Also ganz ehrlich, diese Farnvergiftung ist eine Pest. Wenn die jetzt nicht sofort kommen, ist der tot. Der ist ins Koma gefallen. Streift umher, von wegen. 6%. Boah, beeilt euch! 5%. Ja? Er verschießt... Oh, Gesundheit wird erhöht. Gut, gut, gut. Ich mach das jetzt selbst. In Reichweite des Produkts. Gib mir 2 Minuten. Treffer bestätigt. Bestätige erfolgreiche Behandlung. So, ich versuche seine Gesundheit zu erhöhen. Ihr seht, es bringt auch einen kleinen Boost. Weitere Schüsse unnötig. Meine Fresse. Ist es jetzt endlich mal vorbei? Ah, es ist seine Gesundheit wieder bei 76%. So, Ankunft von kranken Metriacanthosaurus. Was auch immer. Vielleicht sollte ich dafür nochmal ein weiteres Gehege machen. Ich habe übrigens Stromzäune. Mir jetzt gerade eben was auffällt. Die ich hier noch gar nicht getauscht habe. Jetzt habe ich sie hier getauscht. Ich will halt schon, dass er da drin bleibt, ne? Logischerweise. So, was ist jetzt dieser Metriacanthosaurus? Wir werden es gleich erleben in 30 Sekunden. Dafür brauchen wir allerdings wieder diesen komischen Zaun. Ich habe keine Ahnung.
machen jetzt einfach mal ein entsprechendes Gehege einfach mal hin. Was haltet ihr davon? So, jetzt haben wir mal ein Gehege, auch wenn es jetzt nicht schön geworden ist, aber es wird zweckdienlich sein. Dinosaurier transportieren. Keine Ahnung, wie groß der sein wird. Wir können die Leute wahrscheinlich dann hier hinführen, damit sie sich das angucken. Der braucht auf jeden Fall Wasser. Ich hoffe, das reicht. So, das ist ja schon mal weg. Was kommt denn da? Oh. Ein kleiner Fleischfresser. Das ist ein kleiner Fleischfresser. Was will denn der fressen? Frisst der Lebendfutter? Produkt zugestellt. Kryptosporidien hat er. Okay. Also als allererstes müssen wir zu ihm kommen irgendwie. Dann sage ich jetzt mal, erstmal sich um seine blöde Krankheit kümmern. Aufgabe hinzufügen. Heil ihn. Dann können wir bei den Besuchern vielleicht dafür sorgen, dass sie ihn auch sehen können. Ich glaube, das fänden die Besucher total toll. Wird hier tendenziell nicht hinpassen. Gut, wie gesagt, muss ja nicht sofort sein. Wir können auch vielleicht dieses kleinere Beobachtungsdingens machen. Das können wir dann hier hinsetzen. Das fände ich persönlich dann eigentlich ganz, ganz spaßig. Wir brauchen jetzt dafür, dass er was fressen kann. Boah, warum ist das so teuer? Große Futterstation für Pflanzenfresser. Futterstation für Fleischfresser. Lebendfutterstation versorgt Fleischfresser, die Dinosaurier mit einem beweglichen Paket von Fleisch und Nährstoffen. Ich war mir hier unsicher, aber sie haben abgeliefert. Ich pack das jetzt hier hin. Ich gehe mal davon aus, dass er das durchaus fressen dürfte. Mr. Sick wahrscheinlich. Das ist die Abkürzung. MTRSCK. Mr. Sick. Hey, hey, hey. Okay, wir haben jetzt diese eine Mission geschafft. 1,5 Millionen haben wir jetzt in der Tasche. Endlich. Wir können sie nicht nur zum Leben erwecken, wir können sie auch heilen. Ich habe die neuesten Laborberichte und unser Dino ist geheilt. Krankheitsfrei. Job erfolgreich erledigt. Gott sei Dank. Gut. Den wichtigen Teil haben wir erledigt. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich hergehen und mal schauen, was uns jetzt diese ganz, ganz coole Forschung an Gebäuden kosten würde. Nein, das ist das, glaube ich, nicht, was ich wollte. Gebäude-Upgrades. Gehege. Oh, 2 Millionen für so eine Beobachtungsplattform. Beobachtungsplattform ermöglicht es den Gästen, die Dinosaurier aus größerer Entfernung zu beobachten. Ach, das hätte ich halt schon sehr gerne. Genau das hätte ich sehr gerne. Gute Verdauungsmodifikation soll ich einen Hyungasaurus freilassen. Ich kann ja schon Hyungasaurier machen. Kann ich dieses Genom mit guter Verdauungsmod ihm geben? Das ist die entscheidende Frage. Verteidigung. Ich habe das gute Verdauungsmod nicht. Hab ich nicht. Zumindest derzeit nicht. Jetzt wird's mal wieder Zeit, dass wir mal wieder was anderes machen. Meine Fresse. Das war anstrengend. Wir können jetzt endlich mal wieder was sequenzieren. Jetzt tun wir erstmal diese ganze DNA hier mal extrahieren. Da ist was Neues dabei. Wir haben die Kohle dafür, wir machen das jetzt einfach mal, wisst ihr? Dann können wir auch mal hier diese 50% erreichen, die hier von uns verlangt werden. Ah, hi. Hab ich die versehentlich angeklickt, mein kleiner Freund.
Ist natürlich jetzt nicht so clever, dass ich ihn jetzt hier so hingeschickt habe. Eigentlich hätte ich das so machen müssen. Ich muss das irgendwann mal umbauen, dass ich das ja alles hier quasi über einen Weg hier rein schicke. Ist das eigentlich was zum Fressen für ihn? Ja, das ist was zum Fressen für ihn. Er braucht mehr Wald, stelle ich gerade eben fest. Das ist eher so ein Waldtyp. Dann kriegt er ihn einfach mal hier so. Findet ihr das gut? Oder ist es nicht ausreichend Wald? Er bräuchte auch mehr Grasland, wie man sieht. Es ist eigentlich insgesamt zu klein für ihn. Ich probiere es hier auch nochmal mit dem Wald. Jetzt hat er genug Wald, aber nicht genug Grasland. Ach, irgendwas ist ja immer. Wenn ich jetzt ein bisschen Wald wieder wegnehme. So vielleicht. Dann haben wir das Level fast. Ich muss nur das richtige Maß finden. Beinahe. Ein bisschen... Halt, Moment, er realisiert es gerade eben. Ah, nicht ganz. Oh. Da ist ein Auftrag auf meinem Schreibtisch gelandet. Sie müssen ihn sich ansehen. Ja, das mache ich, das Fleischfresser-Dingens da, das ist gar kein Problem. Ich habe aber gerade ein ganz anderes. Ich muss halt gucken, dass seine Geborgenheit wieder hochgeht und nicht sinkt. Das sieht schon cool aus, ne? Sie sinkt immer noch. Ich brauche noch irgendwie ein oder zwei Bäume weniger. Jetzt vielleicht? Jetzt haben wir es. Das perfekte Maß. Das ist auch das Minimum an Terrain, was man dem Kollegen, glaube ich, geben kann. Er ist auch eher ein Einzelgänger, wie man sieht, ne? Der mag überhaupt gar keine mit. Mit Metriacanthosaurier. So rum. Der Metriacanthosaurus ist ein mittelgroßer Theropode und frisst große Mengen Fleisch aus jeder verfügbaren Quelle. Er lebt normalerweise allein, kann aber auch in kleinen Gruppen und gemeinsam mit einer mittelgroßen Anzahl an Dinosauriern anderer Spezies zusammenleben. Sein Territorium sollte über eine größere Grasland und eine leichte Bewaldung verfügen. Typ großer Fleischfresser, Appetit 78, Geborgenheitsvorzüge 50% Geborgenheitsschwelle wert. Grasland, Wald, soziale Gruppe 0 bis 2, idealer Bestand 0 bis 18. Also mit anderen Tieren wahrscheinlich. Anfällig für Hakenwürmer und Farnvergiftung. Jetzt frage ich mich, was passiert, wenn ich den mit dem Diplodocus zusammenhalten würde. Weiß man natürlich vorher nicht. Wahrscheinlich tut er dem Diplodocus gar nichts. Lasst uns das herausfinden. Ach Gott, ich kann ja immer noch diesen blöden Helikopter nicht bauen, weil ich dieses Ding noch nicht habe. Ich muss dieses Gebäude erst noch machen. Betriebsgebäude. Das ACU Center. Fehlt mir bis jetzt noch. Kann ich ehrlich gesagt froh sein, dass ich es noch nicht gebraucht habe. So. Zack. Jetzt bauen wir das ACU. Und damit können wir jetzt ACUen oder so ähnlich. Also ihr wisst ja, die Helikopter und so weiter und so fort. Das war wichtig. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wir haben Stromausfall. Fuck my life. Das ist natürlich nicht so gut. Keinen Strom mehr zu haben, ist nie gut. Kann ich das hier drehen? Verbaut. Hier so hin. Zack, zack. Will das genau einpassen. So, angeschlossen. Brauch bloß eine Straße. Können direkt hier so hinmachen. Gut. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass das Ding läuft. Und dann läuft der ganze Laden. Wir könnten eigentlich noch was forschen, stelle ich gerade eben fest. Ich befürchte nämlich, dass wir noch mit ganz, ganz anderen Krankheiten hier zu tun bekommen. Ich bin jetzt paranoide geworden, was Krankheiten angeht. Aber mal so richtig.
Dinge, denen ich nicht mehr traue. Krankheiten. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit unserer anderen Sache hier? Ja, da sind wir nicht wirklich weitergekommen. Dann machen wir doch jetzt mal auch mal kurz mal einen Abstecher nach Asien zum Velociraptor. Machen wir mal da hin. So, die Grabungstruppe ist unterwegs. Strom ist immer noch im Arsch. Warum auch immer. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir genügend Strom. Gut, meine lieben Freunde, dann werde ich hier nochmal eine Sache hier einbauen. Die verbesserte Leistung. Und den Ausfallschutz. Und ne, reduzierte Unterhaltungskosten. Ne, den Ausfallschutz will ich haben. Das ist mir wichtig. So, wir haben die Forschung abgeschlossen. Jetzt können wir mal gucken, was wir als nächstes forschen wollen. Die 2 Millionen fehlen halt immer noch meilenweit, ne? Aber 7 Gegenstände verfügbar, was ist denn das? Aha, gute Verdauung 2.0. Reaktionstempo, aggressives Verhalten, Immunreaktion. Alpinaussehen, das sind alles so Dinge, die brauche ich gar nicht. Gehege. Schwerer Stahl. Ja, die, das würde halt besser aushalten. Das hier hätte ich so gerne, diese, das Teil. Aber wisst ihr, eine Sache will ich noch machen, ganz kurz. Ich möchte diesen kleinen Kollegen, wo ist er denn jetzt? Noch mal ganz, ganz schnell jetzt hier mit dem Diplodocus bekannt machen. Ich glaube, das interessiert euch auch. Ich wette, das interessiert euch brennend. Und das ist ja eine riesige Landschaft, die wir jetzt hier haben. Das müsste also ohne Probleme eigentlich gehen. So, apropos, ich will hier das Wasser entfernen. So, zack, zack, zack. Und zack, 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 zack. Jetzt haben wir nämlich hier hypothetisch gesehen einen Weg. Haben sie ihn getroffen? Nee, haben sie nicht. Sag mal, sind die inkompetent. Okay, er liegt. Dann können wir ihn jetzt darüber schippern. Im schlimmsten Falle müssen wir halt sofort eingreifen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Hier laufen ja schließlich noch ein paar Ziegen rum, ne? Die dürft ihr irgendwo noch rumrennen. Nehme ich mal an. Ja, da, guck mal da. Die ist schon ziemlich tot. Also wie es aussieht, sterben die Ziegen auch irgendwann mal an Hunger. Expedition abgeschlossen. Da können wir wieder was verkaufen für 100.000. Hier nochmal für 40.000 Schildkrötenfossilien. Ah ja, wir haben Fossilien von ihm hier. Ja, wir haben seine DNA ohnehin noch nicht vollständig sequenziert. Die Lophosaurus. Ich will einen Velociraptor haben, verdammte Axt. So, bringt mir diesen Dino. Weil wenn die sich nämlich vertragen, dann kann ich ihn da drin lassen. Es muss dann bloß die Helikoptertruppe dann gleich kommen. Im schlimmsten Fall. Schraub, 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 schraub. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Produktzustellung bestätigt. So, was macht er jetzt? In Panik. Warum ist er in Panik? Der mag anscheinend einen Diplodocus nicht wirklich. Streift umher. Das kann aber auch am Fliegen gelegen haben. Warten wir mal ganz, ganz kurz. Ob der jetzt hier auf den Diplodocus reagiert. Ob der sofort panisch reagiert auf ihn. Streift umher. Der fühlt sich hier pudelwohl, habe ich so den Eindruck. Ja, den kann man super mit Diplodocus zusammenhalten, so wie es aussieht. Haben wir was gelernt? Das ist doch schön. Das heißt, ich kann das hier bulldozern. Und dann gibt es hier halt nochmal so eine Ziege, die er jagen kann. Machen wir hier hin.
Immer schön in Sichtweite, ne? Also die Panik war aus anderen Gründen, wie wir sehen. Boah, ist das cool, ey. Ja, wie gesagt, der sieht ihn gar nicht als Beute an, nehme ich an, oder? Er guckt ihn an. Wahnsinn. Man sieht, dass der mit dem Allosaurus ganz, ganz nah verwandt sein muss. Uns. Okay, meine lieben Freunde, das war's dann auch wieder schon für diese Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch was, vor allem was Gutes. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüssi und ade.